Könnt ihr euch noch an 2018 erinnern, wo ich mit Felix von der Laden und Fairtrade auf drei relativ großen Reisen war? Wir waren einmal in Kolumbien, Indien und Westafrika, nicht in der Reihenfolge. Jeweils ungefähr für 10 Tage bis 2 Wochen. Das waren mit auf jeden Fall die aufregendsten Zeiten, die Felix und ich auch hatten. Es ist super viel passiert. Es waren unglaubliche Eindrücke, die wir da gesammelt haben. Das war 2018. Jetzt spulen wir mal ganz kurz vor, also 2018, 19, 20, 21. Ich habe wieder einen Anruf bekommen und zwar von Daniel. Mit Daniel waren wir 2018 auch schon auf den Reisen. Daniel arbeitet bei Fairtrade, war quasi die organisierende Kraft hinter dem Ganzen oder der die Idee hatte, dieses Projekt so umzusetzen und halt dann auch Felix geschrieben hat und Felix gesagt hat, hey, ich würde das und das gerne mit dir so und so machen. Und Daniel hat dann mich angerufen im Februar oder Ende Januar, ich weiß nicht mehr ganz genau, und hat mich dann gefragt, hey Paul, wir machen wieder, na nicht was Ähnliches, aber es muss wieder Content produziert werden. Hättest du Bock, das zu machen? Und ich habe dann einfach ganz blauäugig gesagt, ja, doch, habe ich schon Bock drauf, würde ich gerne machen. Daraus ist am Ende was wirklich Unglaubliches entstanden. Und zwar das Projekt heißt die Impact Diaries mit Emilia Schüle, mit Nevin Supotic, mit Rewe, mit Fairtrade, mit einer unglaublichen Story, für die wir am Ende nach Ghana geflogen sind. Wir, also mit wir meine ich eben mich, Robin, Nico, alle aus dem Attitude-Team, wir eben zusammen, haben die Doku für Fairtrade produziert. Wir haben die Ads gedreht und geschnitten für die Ausstrahlung. Wir haben unglaublich viele Behind-the-Scenes und generell Fotomaterial zu der ganzen Kampagne gesammelt, für die Website, für uns jetzt, für vielleicht auch noch die eine oder andere Verwertungsquelle. Wir haben die Anzeigebilder gemacht von den beiden Protagonisten, eben auch nochmal für Website oder die man für Artikel dann einbauen kann und so weiter und so fort, die dann eben auch für den Druck wichtig sind. Also wirklich unglaublich. Das war die größte Kampagne, die wir, glaube ich, so jemals gemacht haben. Vom Zeitumfang, von allem, vom Output am Ende. Und ich würde euch gerne durch die Geschichte mitnehmen und euch zeigen, wie wir das Ganze produziert haben. Eine kleine Zeitinfo, eine Sache, an der ich jetzt schon seit über einem Jahr arbeite. Am Sonntag um 12 Uhr werden die neuen Presets droppen, Freunde. Ich habe 2018 welche gemacht, 19, 20 und 21 habe ich jetzt noch ein bisschen auf mich warten lassen. Aber it's all for the good. Wir haben jetzt auch länger dran gearbeitet. Diesen Sonntag, 12 Uhr, ihr kennt den Shop. Ich wollte es nur schon mal sagen, da kommen noch mehr Infos, aber müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Jetzt wisst ihr so ungefähr, was wir ungefähr alles gedreht haben. Ich würde euch gerne ein bisschen durchs Gear mitnehmen, was wir benutzt haben, um vor allem die Hauptdoku in Afrika zu produzieren und was wir da mitgenommen haben. Ihr müsst im Kopf behalten, bevor ihr jetzt sagt, so, hä, warum hast du nicht noch das geliehen und nicht so ein Licht und so ein Licht? Ja, das ist halt nicht so ein mit Auto, machen wir in den Kofferraum nochmal 80 Stands rein und fahren wir hin. Das ist schon so ein Fliegending. Und ihr wisst ja schon, wenn man beim Fliegen so 2-3 Kilo Übergewicht hat, dann werden Sachen schon mal teurer. Das heißt, wenn du dann noch extra Gepäck anmelden musst für 1000 Lampen und so, wird so oder so schon teuer. Das heißt, wir mussten echt gucken, was brauchen wir wirklich, 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 wirklich. Im Endeffekt kennt ihr den Koffer, den wir benutzen. Wir haben uns noch ein neues Inlay bestellt. Das sieht man jetzt hier gerade. Das haben wir nochmal neu ausgeschnitten. Und das haben wir eigentlich auch nur für die Reise benutzt. Da war alles im Koffer drin, was wir so grob an Camera Gear benutzt haben. Ich zähle mal ganz kurz einmal auf, was wir alles dabei hatten. Also an Kameras hatten wir einmal dabei die Sony A7 S3 als Main-Kamera, die Sony A7 III als Zweitkamera und die Sony A7 R2 für die Fotos. Auf der R2 war das 28mm F2. Wir hatten einen 70-200 F4. 35mm 1.4, 24mm 1.4 und 14-24 F4 auch. Warum F4? Wir hätten auch die F2 Modelle nehmen können, die haben uns nämlich ausgeliehen. Aber man muss viel laufen, du bist viel unterwegs und da haben wir einfach gesagt, ey, wir wollen es so leicht und klein wie möglich halten, um nicht unnötig Gewicht im Rucksack die ganze Zeit mit dabei zu haben. Außerdem hatten wir das kleine Ding hier als Licht mit dabei, einfach so, um im Worst Case nochmal was aufhellen zu können, weil das große Aperture wäre auf jeden Fall zu viel gewesen. Stative natürlich, 2 Shotgun Mic, Festplatten, viele Speicherkarten, viele Akkus. Ansteckmikrofon hatten wir mit dabei, das von Rode, was wir immer benutzen. Kopfhörer natürlich, um den Sound zu checken. Handles und quasi Grips an den Kameras, natürlich die Small Rig Cages. Ronin war natürlich mit dabei, als Gimbal, ist ja ganz klar. Dann haben wir uns noch diese Peak Design Clips, die man hier so an den Rucksack ran machen kann, geholt, damit wir halt immer das Gear auch quasi gut tragen können. Peak Design Clips. Festplatte haben wir uns extra auch für dieses Projekt nochmal gekauft. SSDs hatten wir natürlich mit der Reise mit dabei, zu unseren beiden MacBooks. Footage am Ende war so mit allem drum und dran, jetzt mit Projektdatei, ungefähr um die 2 Terabyte, die wir gefilmt haben, ist eigentlich gar nicht so viel. Also vielleicht, wenn Leute jetzt nicht so von der Materie sind, irgendwann denkt man so, okay, krass, 2 Terabyte ist ja unglaublich viel. Aber für die Masse an Footage, die wir gefilmt haben, ist eigentlich gar nicht so viel, weil wir aber auch nicht RAW gefilmt haben. Nichtsdestotrotz, wir haben eigentlich alles in 4K produziert, eigentlich jedes Asset. Wir haben nur ganz, 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 ganz selten auf der A7 III mal auf 1080 gestellt, sonst war eigentlich alles 4K. Und das allermeiste von der S3 auch in 10-Bit gefilmt. Ach so, ach Digga, wir hatten noch die Drohne dabei. Wir hatten natürlich noch die Drohne dabei. Die Mavic.
klar, für den einen oder anderen fetten Drone-Shot natürlich das auch noch mit drin gehabt. Ich nehme mich jetzt einfach mal chronologisch so ein bisschen mit durch die Production-Timeline. Also wir haben im Februar und März mehr oder weniger erzählt, geplant, wie kann man was, wann, wie, wo machen. Daniel hat mich immer im Loop gehabt, mit, wenn er mit irgendwem gesprochen hat, mit verschiedenen Anlaufstellen, die ihm für das Video wichtig waren. Und ich habe probiert, so gut wie es geht, zu unterstützen. Auf jeden Fall war im Februar und März einfach viel Planung. Und am 1. April, kann ich mich auch noch daran erinnern, das müsste am 1. April gewesen sein, haben wir angefangen mit Emilia hier im Studio in Köln die ersten Sachen, also mit Emilia Schüle, Schauspielerin, vielleicht kennt ihr die, vielleicht auch nicht, aber haben wir angefangen hier, genau wo ich gerade sitze, im Studio, die ersten Assets zu produzieren, also Videos für die Website von dem Greenscreen, die Anzeigefotos hier mit so einem dicken Blitz-Setup. Ich blende euch mal so ein, was wir da so an BTS-Footage haben. War auf jeden Fall schon ein fettes Setup, was wir aufgebaut haben. Mit 400-300Ds, glaube ich, hier nur den Greenscreen ausgeleuchtet haben, mit einem Blitz-Setup für vorne, noch einen 600D, nochmal als Light und Keylight hinten raus und dies, das, pipapo. Aber auf jeden Fall richtig aufgefahren für die Fotos und damit ging es los. Nächste Anlaufstelle war dann eigentlich auch schon Afrika. Und da sind wir dann roundabout Ende April für 7 Tage hingeflogen. Wir haben eigentlich jeden Tag full on produziert und jeder Tag war eigentlich voll mit Aufnahmen, mit, ich habe Robin genötigt, um 5 Uhr aufzustehen. Freunde, bevor wir uns die Doku angucken, noch mal ein kleiner Disclaimer. Worum geht's eigentlich? Rewe hat eine Schokolade produziert, und zwar die Very Fair Schokolade mit eben Kakao von den Farmern aus der Region oder unter anderem aus der Region, die wir jetzt hier in dem Video sehen. Die Farmer, die darauf vertraut haben in dieses Projekt, haben eine Prämie bekommen von Rewe für den Kakao, den sie angebaut haben, für eben diese faire Schokolade. Und wir erzählen eben in der Doku die Geschichte der Farmer. Warum ist das wichtig, dass sie dafür Geld bekommen? Was können sie damit machen? Was ist ihr persönlicher Anwendungszweck davon? Und wir waren eben live dabei, als sie ja das Cash bekommen haben, als sie wirklich das Entgelt bekommen haben, das waren teilweise mehrere hunderte Dollar, was natürlich, also ich meine, das wäre auch für mich viel, würde ich auch gerne nehmen, aber natürlich gerade in der Relation, in der Region, in der sie leben, hat dieses Geld natürlich nochmal eine ganz andere Relation und kannst damit nochmal ganz andere Sachen machen. Ich würde mir super gerne mit euch Doku einfach mal angucken, einfach mal Teile davon rausnehmen. Das ganze Ding geht halt 15 Minuten, wenn ich jetzt zu allem was sage und dann noch drauf reacte und wir jetzt wahrscheinlich schon bei 5, 6, 7 Minuten im Video sind, wird es einfach ein bisschen zu lang. Deswegen beschränken wir es mal nur auf ein paar Highlights und fangen direkt mit dem Anfang an. Drone Shots, einfach nur Highlights. Der Lens Flare war tatsächlich echt. Den haben wir nicht reingeschaut, sondern es ist einfach, man sieht Emilia Schüle, es geht los. Hat einfach super schnell. Die ersten Charaktere der Doku werden gezeigt. Schokolade sieht man einmal. Es ist ein bisschen ernsterer Mut von den Leuten. Man sieht Nevin, Fußballstadion. Waren wir in Österreich, haben wir das gefilmt. Das ist in Polen. Einfach Highlight, 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 Highlight. Man weiß noch nicht so richtig, was abgeht. Hat sie den Mut, Drone Shot und bam. Hier wird jetzt erstmal wieder ein bisschen Spannung rausgenommen und wir haben tatsächlich, oder nicht wir, sondern Daniel von Fairtrade, hat eine Collab mit Shift Phones gehabt. Das sind einfach so nachhaltige Phones und das hier ist jetzt tatsächlich auch damit gefilmt. Also das haben nicht wir gedreht, sondern das mit den Shift Phones gedreht und auch mit dem iPhone. Da haben wir jetzt hier so eine erste Introduction, man sieht Text, es wird reingenommen. Fand ich eine sehr, sehr coole Animation, die wir hier haben, wurde von Sven gebaut, der auch stark im Design mit beteiligt war. Und jetzt geht full on die Doku los. Emilia Schüle, Danzig, Polen, gibt uns ein Intro und eine kleine Introduction über was es in dem Film gehen wird. Und wir können einfach mal reinhören. Ich finde es auch super wichtig, mich zu engagieren. Zum Beispiel für Fairness, ein Wert, der eigentlich immer und überall gelten sollte. Ist tatsächlich mit dem Ronin gefilmt, also ich bin einfach rückwärts gelaufen, hatte Kopfhörer auf den Ohren, um zu gucken, ob der Ansteckton läuft. Robin hat auf dem Telefon, auf dem Smartphone noch mitgeguckt, ob der Fokus läuft, hat noch ein bisschen Sachen mit mir parallel umgestellt, also es war auch Teamwork hier an der Stelle. Ist tatsächlich auch relativ früh morgens gefilmt, also ungefähr um 9 oder 8.30 Uhr habe ich das ungefähr gedreht. Diese ganzen Szenen sind alle in, also die jetzt nicht mehr, aber diese ganzen ersten Szenen, immer wenn wir mit Emilia sind, sind einfach alle in Polen gedreht. Das ging organisatorisch nicht anders, aber das haben wir in Danzig gemacht. Und Emilia nimmt uns jetzt hier in die Introduction der Doku mit rein. Was ich euch jetzt einmal zeigen kann, ist ein bisschen nach vorne gespult. Und zwar sieht man da jetzt zum ersten Mal die Shift-Phones. Die könnt ihr jetzt hier einmal sehen. Das waren quasi die Telefone, mit denen die ganzen Impact Diaries gedreht wurden. Super coole Story, dass das halt auch noch irgendwie hinkommt, dass die halt auch nachhaltig produziert sind und so weiter und so fort. Die Story da ist also rund. Emilia holt, glaube ich, jetzt hier einfach auch nochmal ein Shift-Phone raus. Oder anscheinend auch nicht. Naja, jetzt gehen wir ganz kurz ein bisschen weiter. Das haben wir tatsächlich jetzt alles in Österreich gedreht. Bei Nevin, der zu der Zeit bei Alltag gespielt. Und das haben wir auch im Stadion von Alltag aufgenommen. Nevin supportet. Ich habe eigentlich kein schlechtes Wort über ihn, was ich irgendwie in irgendeinem
Kontext sagen könnte, das war mit einer der entspanntesten Menschen, mit dem ich jemals irgendwie sowas gedreht habe, vor allem in dieser Liga. Super sympathischer Typ, hat unfassbar Spaß gemacht mit ihm, natürlich mit allen im Team im ganzen Prozess, aber bei Nevin war es wirklich sehr, sehr spannend, mit ihm das zu produzieren und mit ihm irgendwie zu sein. Das haben wir jetzt hier im Stadion aufgenommen, tatsächlich als Licht haben wir nur Natural Light genommen. Und dann noch das Aperture, was wir haben, also nicht das Aperture, sondern das kleine LED-Light, was wir haben laufen lassen. Das ist alles mit der A7S III gedreht, das habe ich alles gefilmt. Hier haben wir immer noch eine zweite Perspektive mit dem Ronin, mit der A7 III mitgenommen. Und die Hauptperspektive ist die S, die quasi auch für den, einfach für den dynamischen Umfang ist immer die Hauptperspektive immer die S. Und die Zweitcam ist eigentlich immer die A7 III, um so ein bisschen Movement, um noch so ein bisschen Spannung mit reinnehmen zu können. Und Nevin erzählt hier einfach auch ein bisschen über seine Motive, seine Beweggründe, erzählt einfach auch nochmal seine Geschichte. Und ich mochte die Farben sehr und ich mochte diese ganze Szene im Stadion. Er hat mir sehr Bock gemacht, das auch noch zu produzieren. Auch bei der Szene hier mit Emilia, zwei Perspektive ist die A7 III auf dem Ronin, Hauptperspektive ist die S, einfach statisch und wir hatten extrem Glück, auch hier mit dem Wetter und allem, dass alles gepasst hat. Hier haben wir noch Sets mit Nevin in seiner, zu der Zeit, also jetzt wird das nicht mehr so sein, aber zu der Zeit war das seine Wohnung, in der wir das gedreht haben, in Österreich und dann springt es auch schon nach Afrika. Hier perspektivisch haben wir das genau wieder gleich aufgeteilt, also hier Hauptperspektive 70 bis 200 mit der S und dann die Zeitperspektive meistens mit der A7 III, 35-1-4 und die beiden Sachen immer hin und her untereinander durchgeswitcht. Für diese Szene hier in Polen hatten wir das Aperture mit dabei, weil wir da auch geflogen sind sogar, aber eben da konnten wir das Aperture mitnehmen, da ist das hingekommen, dass wir das alles mit einpacken konnten, also bei den Szenen hier, das war unsere Wohnung, die wir quasi für die Zeit hatten, konnten wir das produzieren und da sie auch mit einem Aperture anständig ausleuchten, das andere war natürlich auch anständig, aber da hatten wir nochmal mehr Optionen vom Licht, sagen wir es einfach mal so. Allgemein war das ein relativ vollgepackter Tag in Polen, also Robin und ich haben ungefähr um 6.30 Uhr oder irgendwie so um 6 angefangen zu scouten und sind halt unten in die Straßen von Danzig gegangen, haben geguckt, wo können wir was drehen, haben halt ganz, ganz, ganz früh morgens mit dem Scouting und mit dem Aufbauen angefangen, dass als Emilia um 8 ungefähr sowas in der Richtung gekommen ist, wir eigentlich direkt angefangen konnten zu drehen. Dann haben wir diese Intro-Szene aufgenommen, wir haben die Park-Szene aufgenommen, wir haben alles, was ihr hier in der Wohnung seht, an dem Tag aufgenommen. Wir sind noch mit dem Boot rausgefahren, also hinten raus kommt nochmal Boot-Szene, die wir auch an dem Tag produziert haben. Ist also schon vollgepackter Drehtag gewesen, wir haben noch Schnittbilder von ihr gedreht, wie sie dann aufs Boot gelaufen ist und einfach allgemein, wie sie da durch die Häuser in Polen läuft. Hat sich schon einiges an Footage auch an dem einen Tag angesammelt, würde ich jetzt schon einfach auch mal so sagen, ja. War schon sportlich, Alter. Das kann man auch mal fürs Video erzählen. Wir hatten natürlich, also so ein Aperture zieht schon Strom und wir hatten so ein kleines Hausboot, wo wir schon überlegt haben, so was passiert, wenn wir jetzt dieses riesige Licht an diesen Stromkreislauf hier anschließen und jetzt auf andrücken. Was ist dann der nächste Schritt? Was ist dann, was passiert hier als nächstes? Es war schon sportlich. Ja, es hat alles funktioniert. Jetzt also hier der Teil, wie sich Matt und Mehdi aus der Hauptstadt Accra in Ghana auf den Weg machen nach Fethi Aqua, um da den Workshop zu machen mit allen wichtigen Leuten und Charakteren. Wir gucken uns das jetzt mal an. Drone Operator war hier und bei allen Drone Shots Robin. Shoutouts an der Stelle. Ich lasse mal die Musik laufen. Wir gucken uns das einfach mal hier gemeinsam an. Musik bin ich sehr, sehr froh, dass wir die bekommen haben. Das ist natürlich nichts von Artlist oder Epidemic, sondern da haben wir die Künstlerin extra angeschrieben. Daniel und ich haben mit dem Management gecallt, um die Rechte für den Song zu bekommen. Das hat mich sehr gefreut, dass wir das, wie auch immer, gedeichselt bekommen haben. Das ist tatsächlich auch an verschiedenen Tagen entstanden, die Fahrszenen. Manche von den Drone-Shots haben wir an dem Tag mitgenommen, dann haben wir die Innenszenen drei Tage vorher aufgenommen, dann manche von den Außenszenen sind dann von einem anderen Tag und in der Stadt ist 4 Tage später, aber das haben wir alles so zusammengestitcht. Jetzt kommen wir quasi im Dorf in Fethi Aqua an und jetzt geht quasi der Workshop los, wo allen Farmern vor Ort gezeigt wird, so yo hey, wie funktionieren diese Phones, damit sie die Impact Diaries aufnehmen können und so weiter und so fort. Extrem starke Bilder hier auf jeden Fall auch mit dabei und ich skippe jetzt nochmal hier ein bisschen nach vorne. Hier haben wir auch nochmal, finde ich, eine der stärksten Szenen, wo wir quasi rausgezoomt haben. Erst waren wir nur auf dem Backdrop, dann siehst du jetzt beim Rauszoomen nicht nur den Backdrop, sondern auch die Familien und in welcher Umgebung die Farmer mit unseren Hauptcharakteren sozusagen aus der Doku stehen. So von, nachdem wir jetzt mal ein paar kleine Ausschnitte der Doku gesehen haben, ihr habt die Ads gesehen, ihr habt gesehen, was wir so an BTS-Fotos gemacht haben, ungefähr hier mal ein kleines Screen-Recording von der Timeline. Wir haben viel von der Doku in Final Cut Pro geschnitten, nicht alles. Für
manche Teile der Animation, das Einfügen und so weiter und so fort, haben wir auch After Effects genommen. Natürlich hätte es, wäre es wahrscheinlich einfach gewesen, wenn man dann einfach Premiere genommen hätte, aber ihr wisst ja, ich bin Final Cut Paul, ich bin so. Wahrscheinlich kommen wir nicht drum rum, die nächsten Sachen mit DaVinci Resolve zu schneiden, aber hier habt ihr mal unsere Final Cut Pro Timeline. Da ist teilweise schon sehr, sehr viel Zeit ins Sounddesign reingegangen und das ist auf jeden Fall die größte und komplexeste und crazyste Timeline, die ich jemals für irgendein Projekt offen hatte. Jetzt habt ihr einfach auch noch mal einen Einblick bekommen. Wir haben natürlich auch noch 2, 3 Stories hier auf Lager, aber ich wollte das Video jetzt nicht komplett überladen. Deswegen, wir können gerne noch mal so ein Q&A-Video einfach zu der ganzen Produktion machen, wenn ihr Bock drauf habt. Deswegen alles, was ihr so an Fragen oder wenn ihr Bock auf Stories habt, egal etc. habt, rein damit in die Kommentare. Dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Subscribe natürlich gerne rein. Die wichtigen Links zu Fairtrade, zu Doku und so weiter habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Natürlich auch die wichtigen Links zu uns, also zu meinem Instagram-Kanal, zu dem von Attitudes, zu unserer Website und so weiter und so fort. Schreibt alles, was ihr an Fragen habt und an Feedback habt, einfach rein in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Haut rein. Peace. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, bye. Ciao.